Herzlich willkommen, Leute, zurück zu Xenoblade Chronicles X. Ja, wir sind wieder hier im XI-Bereich. Ja, ich habe jetzt mal ein bisschen Wegsparnis gemacht. Ihr seht, da hinten ist eine Datensonde. Die andere habe ich irgendwie nicht gefunden. Ich war vor uns beim Monster, dachte ich, muss da irgendwie vorbei. Da habe ich mir so, so leicht dran zu schleichen, aber bin ich runtergefallen. Habe ich aber nicht gefunden, das Monster, aber egal. Gebietsmarktschwelle. So, hier haben wir jetzt diesen Mechanik, Notenpunkt, den wir gleich erstmal installieren, damit wir immer wieder hierher kommen können. So. Und hier irgendwo findet ihr den Datenträger. Hier sollte das sein. Halt. Wo ist der hier? Hier irgendwo soll das sein, das Ding. Hab ihn! Genau, sprich bei Anne Ace Vestro mit Bart. Ne, das machen wir natürlich erst noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück ins Kirby-Dorf. Obwohl, doch, da gehen wir mal hier kurz zum Vestor-Steppe. Um dort. Was ist das hier eigentlich? Ah, sehr schön. Ach ja, so viele Missionen, Leute, so viele Missionen. Wir haben schon 20,2%. 22,22% ergattert oder zumindest erledigt. Ja, hier vorne sollte er gleich sein. Da macht das ja kein Ding, wenn wir jetzt hier mal schnell durchrennen. Und mit den Typen mal reden. Dann haben wir gleich noch andere Nebenmissionen mehr fertig. Und dann gehen wir nochmal zu Kirsty oder wie die hieß. Und erledigen die nächste Mission. So oder so. Hm. Hier ist sie. Hier irgendwo ist dieser Typ. Hallo. Ach, ich glaube, ich weiß, wo er ist. Irgendwo hier oben, oder? Lass mich raten, hier irgendwo. Kann ich aber geil abholen. Mit Bart, wo ist denn der hier? Ach, hier hinten? Muss doch hier irgendwo sein. Das wird hier oben ja auch angezeigt, hier, dass er da ist. Er ist da, aber. Er kann auch vielleicht oben sein. Das kann gut so möglich sein. Deswegen fahren wir mal schnell hoch. Wo ist der Aufzug? Wow. Vielleicht ist er ja hier oben. Ja, hier wird es immer deutlicher. Hier ist Bart. Wo ist Bart? Hier ist Bart. Okay, gut, hätte ich hier unten lange suchen können. Okay, was haben wir denn jetzt für eine Mission hier? Hm? No, haven't noticed any transmission loss in the energy system recently. But it's in the readings. Please, you have to check one more time. Jargon flies over a very short head of Tatsu. NLA used to be the residential area of a spaceship. We're standing in what was the outer wall. Since we no longer need positional thrusters, we rerouted that energy elsewhere. Now it travels from the main... Basically, it's leaking. Lin patched it up, but it's still leaking a little bit. Ah, Tatsu knows all about leaking. Now Tatsu get it.
What is it? Ah, I guess it's been a while since you've seen Lin fix things instead of shoot them. Surprised? Arg, ob Lin sich schon immer zwei Shops gleichzeitig gewidmet hat. Ich muss sie mal. She loves it. But she understands, you know? The different parts we all need to play for us to survive on Mira. Still, given the choice, I'm sure she'd lay down her weapons for this in a heartbeat. Back on the White Whale, Lin was a key part of the engineering team. During the crash, she stayed with the engines until the very last moment. Despite her age, no one can question her skill or dedication. If she says something's wrong with the system here, there is. I finally pinned it down. It's a problem with the replacement part. The one you installed before? Right. Turns out it was made here in New LA. Unfortunately, the quality doesn't match the Earth-made parts we had on the White Whale. I suppose it makes sense that it wouldn't. But if we're lucky, a usable part may have landed somewhere in Starfall Basin. If Lindley say so, then Team Tatsu will go. Sooner friends fix leak, sooner Tatsu can eat! Well, you all heard him. Guess we better get a move on. Okay. In den Kometenkessel. Das soll ja eigentlich. Was? Sammle drei Stromkabel N und 2 beim Kometenkessel im Primordian. Ich muss mal gucken, wo der Kometenkessel war. Da unten war der Kometenkessel. Wir gehen gleich mal zum Kometenkessel. Wir waren da schon mal. Das war übrigens unten. Da waren wir heute, glaube ich, schon oder im letzten Part. Zumindest sehr nah dran. Und zwar hier sollen ein paar. Ne, halt. Ich glaube, wenn ich mich sogar nicht täusche, hier. Nein, das ist sogar unser Anfangspart. Hier, genau, wo wir abgestanden sind. Ich gebe eine Kapsel, ich habe keinen Bock mehr. Nicht Spaß. Hier sollen ein paar Teile rumliegen. Ich schätze mal, das sind diese Teile hier an der Seite. Wenn ich sie hier hinrenne. Das soll ein Stromkabel sein? What the hell? What the fuck is this? Moment, hier haben wir noch andere zwei. Hier haben wir noch das. Da hinten ist noch eins. Das andere ist ein bisschen außerhalb. Hier ist noch etwas. Das ist doch kein Stromkabel. Also doch hier, Leute, Winkler, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Weil das ist kein Stromkabel. Das Stromkabel sieht bei mir komplett anders aus, also kann ich zumindest so sagen. Also das wäre ja wirklich. Die andere Stromkabel ist hier hinten. Genau, das ist wirklich auch. Das ist das hier. So, Hammer. Sprich bei NLA Westor Bart. Ja Leute, mir als voller Funke schätzt, halt man am besten mit anderen, ja. Genau. Über online. Das ist echt geil, die Funktion, dass man das mit Miiverse und so weiter verbinden kann. Wenn man jetzt nur noch Miiverse mit Facebook und Google Plus bzw. YouTube verbinden könnte. Also was heißt YouTube? Ja, gut, YouTube klingt ein bisschen blöder, aber wäre natürlich noch ein bisschen nice, sag ich mal so. Also, das würde mehr Spaß machen. So, gucken wir mal jetzt hoch. Wir müssen wieder mit dem Fahrstuhl fahren. Und da oben ist Bart. Rennen. So, Aufzug wird gerufen. Alles einsteigen. Okay. Suchen und los geht's nach oben. Ich glaube noch ein Treppchen höher. Oder ein Trip höher. Genau, hier ist Bart. Und
machen, weiter geht zur nächsten Mission. Oh, sehr cool. Ich muss ja gucken, wie man uns hier umgucken kann. Right Stromkabel, ja. Ach, die waren bestimmt da drinnen versteckt. Das kann sein. Unreal. The loss is so low, I can't even get a reading. Dinner time. You really are a wizard, Lynn. This will work for the time being, but is it enough? Huh? That part will eventually wear out, and then we'll be back to square one. I think it's too soon to consider this problem fixed. But not too soon for dinner, right? Tatsu, fading. See? Bright light. I understand your concern, Lynn, but I think Tatsu's at his limit. What do you think? Ich bin auch hungrig. In Ordnung, ich verstehe es nicht, dass mir ein ganzes Team verhungert. But we've done all we can for now, Lynn. When it comes up again, we'll fix it again. Together. I promise. Okay. Well, if you notice anything, please tell me right away. You got it. All right, Tatsu, sorry for the wait. Let's get back to the barracks and chow down. Yay! Dance of joy! Okay, Mission abgeschlossen. Die eigenen vier Wände. Du hast die Gatling-Technik funkenfest erlernt. Okay, das gucken wir mal auf alle Fälle nach. Team-Technik Gatling-Funkenfeste oder was das ist. Schauen wir gleich mal nach. 7. Moment. Wenn ich wissen würde, wann man das freischaltet, wäre das cool. Gatling. Das kenne ich. Ja, wer weiß, wo die Technik dann ist, die werden wir dann später nochmal benutzen. Wir gehen jetzt erst einmal wieder zurück. Diesen Gang ging ja noch, da habe ich leider ohne Ingame-Sound gehabt, weil ja leider der Ingame-Sound weg war. Wir springen erstmal jetzt hier runter. Boah, das war ein Fahrstuhl muss man nicht unbedingt benutzen, finde ich. So, wir gehen natürlich jetzt trotzdem erstmal zu Dury in die Verwaltungsbezirk. Ja, ja, da war das hier? Warte mal, wo war das genau? Wo war denn? Ja, genau, das war hier. Gehen wir uns erstmal jetzt hierher. Dann gucken wir weiter, wo es war. Ich weiß genau, dass es irgendwo hier war. Da wir ja nun dieses Teil bekommen haben, fragen wir einfach mal Dirsty oder wie die hieß. Da das jetzt regnet, natürlich Kirsty hier. Yes. Thanks. Der erste Wasser genug mir auch noch. Jetzt hoffe ich, dass du übrigens auch von Punkt, du bald anpackst. Die habe ich schon erledigt. Missionen. Sehr lustig, aber ich habe die doch schon erledigt. Oder muss ich das Teil jetzt nochmal holen? Careful. Also ich sehe das jetzt damit als Bild erledigt. Und ich glaube, ich habe jetzt auch ein neues Level. Wow. Yes. Du bist ja wieder, du hast bei Page schon eingelebt. Vielleicht wäre es eine nette Pause für dich, einmal in Nocturium nordwestlich von LA zu reisen. Natürlich nur, wenn du dir das zutraust. In der Gelegenheit haben wir bisher nämlich noch kaum Datensonden installiert. Und es wäre natürlich ein großer Fortschritt für uns, wenn wir das von dir nach dorthin ausweiten. Aber natürlich kannst du auch einfach Aufträge von Missionen annehmen, wenn du dich dafür noch nicht erfahren genug fühlst. Ja Leute, ich will es eigentlich mal machen, aber noch will ich erstmal hier mich so umgucken. Hier zum Beispiel Irina, was hat die zu sagen? Hey. Welches Level ist das? Welches Level ist ja sie? Level 14, Rang 3. Sehr geil. Auf alle Fälle nehme ich die mit. So. Entfernung meiner eigenen Charaktere ist natürlich nicht möglich, logisch.
Und Jade kann natürlich auch keine anderen Charaktere spielen. Das ist irgendwie so machbar. Oder? Ich glaube, vielleicht noch nicht. Hey. Gesperrte Teammitglieder, Doc. Dein Charakter hat das Vorhersehungslevel noch nicht erreicht. Benötigt Level 20. Leider kann ich hier noch nicht weitermachen. Okay. Wie wäre es, wenn wir upgraden mal unsere Waffen? Das wäre auch mal eine gute Sache hier. Untersuchen. Weiterung upgraden. Warte mal. Oder ist das hier der nächste Terminal? Moment. Einer von denen war's. Ausrüstung. Riken. Langschwerter will ich mal haben. Langschwerter sehen immer richtig nice aus. Machen bestimmt noch so viel Schaden, aber muss ich wohl erstmal eine andere Technik machen. Ich kauf's erst nochmal. So viel hat's mir jetzt auch nicht gekostet. Wo wird er mal? Oh, die kostet natürlich mich schon mehr. Warte mal. Gucken wir mal nach, was wir uns da alles kaufen können. Level 20, wenn wir Level 20 sind, können wir den. Oh, Level 30, ey, das sieht dann mal richtig nice aus. Kobaltschwert Level 344. Wow. Aber machen wir erstmal mit Level 10. Die müssen wir ja auch erstmal können. Ah, das ist schon wieder Level 20, scheiße. Dann nehmen wir erstmal eins, was Level 10 ist und auch sau stark ist. Also das ist Level 20, das ist auch stark, aber Level 10. Nehmen wir erstmal das ist sehr gut. So, jetzt, die können wir natürlich noch nicht auswählen, weil wir nicht die... Moment. Oh, ich will mal so ein Scale. Wann kann man denn diese Scales benutzen? Na, let go. Sponsoring, Erweiterung, Upgrade. Machen wir Sponsoring. Gehen wir erstmal auf die Sponsoring. Was haben wir denn alles? Ja. Über Industries, Miranium. Ah, okay. Die brauchen noch circa. Gib dem mal 1000 oder mal 3.000, 5000, minus 3000. Wow, da werden sie das letzte Level. Okay, Serie. Ah, leichte Ausrüstung. New Products. Wir bieten die perfekte Ausrüstung für alle Fernkampf-Enthusiasten. Unser hochmodernen Schutz. Rüstungen werden von führenden Experten entwickelt und höchsten Anspruch zu genügen. Okay. New Products. Nice. Wow, geile neue Langschwerter. Schon mal sehr nice. Restlich mir noch hätten wir erstmal auf. Erweiterung erstmal upgraden. Angelegte Ausrüstung. Und zwar jetzige Ausrüstung. Titanklingen. Kann ich die da weiter upgraden? Mini-Rückenflosse. Altes Eisen-Headset. Rüstungen. Ne, warte mal. Charakterwerte. Maximale KPV. Erhöht die maximale Kraftpunkte um 300. Löwenkochen, Diamanten. Fleisch ist Fleisch. Warte, Moment. Wir machen es einfach. Oh, das ist nicht schlecht. Können wir schon maximal SP machen? Ah. Okay.
So, dann gucken wir doch mal. Dann können wir die ja einbauen. Oder habe ich jetzt schon mehr KP? Ja, habe ich schon. Oder? Okay, ist ja lustig. Wir könnten ja jetzt mal gucken, ob im Plate-Hauptquartier noch was ist. Moment. Jetzt muss ich mir gerade ganz kurz überlegen, Leute, wo wir jetzt als nächstes am besten hingehen. Und unser Haus wäre mal vielleicht nicht. Also, das Haus ist doch sehr lustig. Ich glaube, das war hier. Hier gehen wir jetzt erst einmal hin. Und Spätgott hier. So, im Plate-Quartier selbst natürlich müssten wir jetzt was finden, und zwar diese Quest hier. Ist die jetzt alle? Können wir jetzt machen? Wenn du Handelsmission startest, kannst du bis zum Ende der Mission. Ja. Eine Handlungsmission. Leute, wie viel Zeit haben wir noch? Nicht, dass die jetzt uns irgendwie wegläuft. Oh, das ist natürlich ein bisschen blöde. Wir werden trotzdem mal die Handlungsmission machen. Speichern können wir aber bestimmt trotzdem. Kapitel 4, die Ganglion. Ganglion. Ach, wie immer. Mann, warum ist das schlecht? What should I whip up today? Knusperhühnchen, was gebrustetes, was gegartes, was gebackenes, was exotisches, was gegrilltes, was für Feinschmecker. Knusperhühnchen, was gebrutzeltes, was gegartes, was gebackenes, gebrutzelt. Ich nehme mal etwas gebackenes. Super Idee. Lindley, what is Lindley making? Today is one of my specialties, pot pie. Pie? Did Tatsu ever tell Lindley pie is his favorite? Tatsu will even help Lindley make it. Great. Why don't you flatten out that crust? Tatsu will jump to it. How big does Lindley want crust to be? Oh, just big enough to cover you completely. How many times Tatsu need to tell Lindley? Tatsu is here to serve, not me serve. Oh, right. That does sound familiar. Lindley always say that too. Lindley say that every time. Time to eat, everyone. Okay, wir haben jetzt erstmal einen Kuchen gegessen. Ich habe nicht wollte, hätte doch lieber ein Hähnchen sollen nehmen sollen, oder? Man, oh man. Delicious. Lucky thing I happen to be in the neighborhood. You say that every time, Commander, but you always arrive as we're setting the table. Oh, you don't say. Tatsu freut sich, hat erstmal schön reingestopft. All right, listen up. We found something in Noctilum thanks to Frontier Nav. That's northwest of here, Rook. Looks like a piece of the life hold. That's great news. Damn right. Look at this. Oh, friends mean Nitro Woods. Is that what the Nopon call it? We didn't have names for anything here, so we've been using Noctilum for that whole region. Well, that's a silly name. And Nitro Woods isn't? Moving on. Right, sorry. According to the Pathfinder's report, there's a large number of indigens in the area, but thankfully no sign of any intelligent life forms. No, no, that's wrong. Nopon visit Nightglow Woods all the time. Yeah, well, like I said, no intelligent life forms have been reported, but it never hurts to be cautious. Friends patronize Tatsu. No
Nopon proud and brave people with rich history, you know. Pipe down, small fry, or I'll make that nickname come true. We'll have you check in with Lao's team first. They're already on assignment installing probes in the area. We don't have a fix on the Lightbolt signal, just a general direction. See if they've got more info. Got it. Okay, Handlungsmission Kapitel 4. Endlich können wir Kapitel 4 betätigen. Sorry, dass es so lange gedauert hat, aber ich will natürlich auch sehr viel machen, damit ihr das vollste Spielerlebnis habt. Es gibt einen Hinweis auf den Nebenspeicher. Begibt mich ins Noctilium des Kontinents westlich von LE und stelle die Nachforschung an. Okay, dann werden wir das mal machen. Griff dich an das Marktschwelle in Primordia mit Lao. Lao, Welle. Ja, doch, leider werden wir das jetzt nicht mehr in diesem Part machen. Tut mir leid, dass wir das jetzt nicht mehr in diesem Part machen. Aber im nächsten Part werden wir auf alle Fälle dorthin gehen. Wir werden jetzt auf alle Fälle speichern. Ich schätze mal, speichern dürfen wir aber noch, ja. Ja. Und dann sehen wir uns halt, wie gesagt, im nächsten Part sehr wieder. Ich hoffe, euch hat diese zwei Parts wieder letztens gefallen. Also ich habe jetzt immer zwei Parts am Stück aufgenommen. Ja, wenn euch dies gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben. Würde mich, wie gesagt, sehr freuen. Ihr könnt natürlich aber auch einen Kommentar schreiben. Das würde mich natürlich mehr freuen. Oder auch positives Feedback hinterlassen in den Kommentaren oder sonstiges. Oder allgemein Feedback, Kritik oder sonstiges. Ja, alles ist einfach erlaubt. solange es jetzt nicht beleidigend ist, ist natürlich logisch. Wisst ihr alles. Das war nicht so Quatsch, warum ich das sage, aber egal. Naja, wie gesagt, ich verabschiede mich. Macht's gut. Ja, Tobi ist dann mal raus und ja, bis dann, euer Tobi. Macht's gut. Leute, der Part ist zu Ende. Hat es euch gefallen? Wenn ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben lasst. Wenn nein, dann ja, okay. Ansonsten für weitere Parts auf alle Fälle die Playlist unten klicken, hier auf Playlist oder auf Back. Dann kommt ihr natürlich zum vorhergehenden Video und auf Next zum nächsten Video, wenn natürlich das schon oben ist. Playlist, wie gesagt, wird immer wieder neu, jedes Video hinzugefügt. Könnt ihr einfach reinschauen. Ich würde mich freuen. Bis dahin, euer Tobi. Macht's gut.